So, hier läuft mittlerweile die Pferdeprämierung und es sind in der Tat sehr, sehr viele Pferde heute hier. Alle Rassen sind vertreten, Kalkblüter, Haflinger, Araber, Norweger, also es ist schon einiges los. So, hier bin ich jetzt mal auf dem Platz, wo die ganzen Pferde sind. Noch läuft die Prämierung. Und da kommt auch schon unser Quirnbacher Pferde-Superstar, die Nadine, mit zwei Pferden und Hund. Die hat jetzt gleich hier einen Auftritt und ich hoffe, dass ich da auch ein bisschen filmen kann. Kann er nicht noch tanzen, gell? Kann nicht jeder. Das ist ganz erkannt, das ist ein guter Kaffee. Ja, ihr Lieben, hier ist schon richtig Treiben auf dem Pferdemarkt. Und es sind in diesem Jahr in der Tat auch viel mehr Pferde hier. Gleich hat die Nadine ihren Auftritt und da werde ich dann noch mal ein kleines Filmchen drehen für euch. Ja. Hallo Elke, hi! Also jetzt hoffe ich, hört man mich besser. Ja, ich möchte euch nun gerne alle hier mal vorstellen. Darf ich ein bisschen vorgehen, Nadine, weil ich Pferde will? Und gibt Reitunterricht für Groß und Klein. Sie ist als Wanderreitführerin viel im Gelände unterwegs. Sie gibt verschiedene Kurse im Bereich Pferd und Hund. Ihr könnt auch einfach mal bei ihr auf der Homepage vorbeischauen oder auch auf den sozialen Medien. Ja, ich kann auch gerade noch was zu den Pferden sagen. Einmal haben wir hier Big, das ist ein Quarterhorse-Wallach, das schwarze Pferd. Er ist 15 Jahre alt und ist schon seit 14 Jahren an Nadines Seite. Er ist von Nadine im Wanderreiten ausgebildet und auch als Wanderreitpferd gerne mit auf Tour. Ihr Hund Kenai ist ein 9-jähriger Border Collie. Er ist ein reiner Hüte- bzw. Arbeitshund. Er begleitet Nadine und Big als Reitbegleithund mit ins Gelände, doch seine Hauptaufgabe ist das Rinderhüten. Im heutigen Showprogramm möchte Nadine euch Big und Kenai im Horse- und Dog-Trail vorstellen. Reiten und gleichzeitig einen Hund zu führen ist gar nicht so leicht. Die drei haben das Horse- und Dog-Reiterabzeichen erfolgreich bestanden und zeigen euch hier jetzt ein paar Übungen daraus. Als erstes das An- und Ablein des Hundes vom Pferd aus und sowie, das haben wir jetzt schon gesehen, mit Leinereiten ganz am Anfang. Jetzt das Hund ablegen, da muss Kenai auf Nadines Kommandos warten und immer konzentriert schauen, wo Nadine auch gerade reitet. Er hört auch auf die Kommandos rechts und links und er geht dann jeweils rechts oder links eben vom Pferd. Wieder die Aufmerksamkeit von ihm zu bekommen. Okay, also ich melde mich nachher, wenn ich mit meinem Auto sitze, heute Nachmittag. Früher mehr. Also, okay. Natürlich ist es auch schwer, dies in allen drei Gangarten zu machen. Wenn das Tempo schneller wird, muss der Hund dann auch natürlich mitlaufen. Und dabei auch immer konzentriert gucken, wo sich der Reiter befindet.
Da sieht man zum Beispiel jetzt, wie man den Hund anleihen kann vom Pferd aus. Dann springt Kinder allerdings Bein hoch und berührt somit auch nicht das Pferd. Aber Big ist das auch alles schon gewohnt, wie man sieht, und ist sehr ruhig dabei. Aber es ist ja alles Trainingssache und da könnt ihr bei Nadine auch gerne mal oben am Stand vorbeischauen bei der VfD Saar. Das ist der Kümmelstand hinten ganz am Anfang. Könnt ihr gerne mal nachfragen für eine Trainingsstunde, wenn Interesse besteht. Kena läuft sehr gerne, wie man sieht. Er ist auch immer mit unterwegs bei den Wanderritten dabei und begleitet Nadine da immer sehr zuverlässig. Nadine? Ja, Nadine hat sich jetzt die Fahne gegeben. Das ist zum Beispiel auch ein Teil von Gelassenheitstraining. Normalerweise, da Pferde ja Fluchttiere sind, haben sie einen Fluchtinstinkt, sobald halt was Ungewohntes kommt. Und bei Fahnen sind oft es so, dass Pferde oft schreckhaft sind. Und Nadine hat das hier mit Blick auch schon fleißig geübt, wie man sieht, denn der ist total gechillt bei der Sache. Nadine bietet auch unter anderem auch Gelassenheitstrainings an, wo auch viele Hindernisse dann aufgebaut sind, wo man das mit den Pferden super üben kann. Ja, wie man jetzt sieht, macht die jetzt die Trense vom Pferd aus runter. Das ist natürlich auch Trainingssache und verlangt auch höchstes Vertrauen vom Pferd zum Reiter. Natürlich auch umgekehrt.
10 Minuten. Wie lange wollt ihr machen? Was zu den Pferden sagen. Einmal haben wir hier Big, das ist ein Quarterhorse-Wallach, das schwarze Pferd. Er ist 15 Jahre alt und ist schon seit 14 Jahren an Nadines Seite. Er ist von Nadine im Wanderreiten ausgebildet und auch als wandernder Reitpferd gerne mit auf Tour. Ihr Hund Penai ist ein 9-jähriger Border Collie. Er ist ein reiner Hüte- bzw. Arbeitshund. Er begleitet Nadine und Big als Reitbegleiter. Im heutigen Showprogramm möchte Nadine euch Big und Penai im Horse- und Dog-Trail vorstellen. Reiten und gleichzeitig einen Hund zu führen ist gar nicht so leicht. Wir drei haben das Horse- und Dog-Reiterabzeichen erfolgreich bestanden und zeigen euch hier jetzt ein paar Übungen daraus. Als erstes das An- und Ableinen des Hundes vom Pferd aus und sowie, das haben wir jetzt schon gesehen, mit Leine reiten ganz am Anfang. Jetzt das Hund ablegen, da muss Penai auf Nadines Kommandos warten und immer konzentriert schauen, wo Nadine auch gerade reitet. Er hört auch auf die